Herzlich willkommen zu einer neuen Höhne direkt zum Ende einer Plenarwoche. Wie immer mit einem kurzen Bericht, was hier eigentlich so los war. Ein klares Zeichen für mehr Schutz von Kindern und Jugendlichen. Konkrete Missbrauchsvorfälle wie die schrecklichen Vorfälle in Lüchte, die werden ja in einem Untersuchungsausschuss im Moment hier aufgearbeitet. Aber mit den Fraktionen von CDU, SPD, Grünen und mit uns Freien Demokraten haben wir heute eine Kinderschutzkommission hier des Landtags eingesetzt, die unabhängig von diesen konkreten schrecklichen Vorfällen allgemein und auf Dauer sich mit dem Kinder- und Jugendschutz auseinandersetzen soll. Jörn Freinig wird uns da unter anderem vertreten und mit dieser Kommission Vorschläge erarbeiten, wo wir insgesamt in Politik, in der Gesellschaft besser werden können. Gab auch ein deutliches Signal für Olympia. Olympia 2032, eine tolle Vision für Nordrhein-Westfalen, für dieses begeisterte Sportland. Es gibt eine tolle Initiative, die das vorantreiben möchte und auch hier wieder ein breites Bündnis von CDU, SPD, Grünen und von uns Freien Demokraten, die frühzeitig einsteigen möchte in die Planung und für eine erfolgreiche Bewerbung. Und ein klares Signal für eine erfolgreiche Landwirtschaft hier bei uns. Wir erleben in den letzten Wochen und Monaten Landwirtschaftsproteste. Viele Landwirte fühlen sich zum Sündenbock gemacht, von Teilen der Politik, von Teilen der Öffentlichkeit. Wir stehen an der Seite der Landwirtinnen und Landwirte. Wir wollen, dass die Familienbetriebe hier eine Zukunft haben. Dafür brauchen sie Verlässlichkeit, dafür brauchen sie klare Rahmenbedingungen, dafür brauchen sie die Unterstützung. Die wollen wir gerne geben. Da haben wir ein klares Signal gegeben. Und wer sich näher nochmal damit auseinandersetzen möchte, der kann sich doch nochmal anschauen, unsere Initiative Gesundes Essen, gesunde Umwelt, gesunde Betriebe. Genau da arbeiten wir nämlich auch an diesen Themen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.